mein Fullscreen gewechselt. Okay. Hier haben wir englischen Text. You are Binky, you had to. You and your siblings have just inherited your family's long-running business, garbage collection service for evil lairs. Today is your first day on the job, and you've got big shoes to fill. It's encouraged to play the first three stages to understand the controls. Through you can beat any new stage to unlock another. Navigate the menu left, right, select a stage to begin. Okay. Achso, wir können das Auto fahren. Ah, wir können das Auto nach links und rechts fahren. Und dann kommen wir ins Menü und dann kommen wir auf Stage 1. Aha, okay. Stage 1, Stage 2, Stage 3. Starten wir nochmal mit Stage 1. Okay. Pastel Castle. Okay. Ach, wir sind hier die Kleine. Okay, und wie springen wir? Ja, mit Pfeil nach oben. Das bringt's. Das tut's aber nicht. Pfeil nach oben tut's nicht. Okay, damit können wir die Blöcke. Mhm. Welche Taste wird hier gebraucht? Okay, X. X ist springen. Aha, okay. Dann sag das doch. X ist springen. Danke für den Hinweis. X ist springen. Können wir Double Jump machen? Wie kommen wir da hoch? Danke für das Tutorial und für die Einführung und die Steuerung. Okay, da kommen wir also einfach nicht rauf. Will ich irgendeine andere Taste? Für Doppelsprung. Ne, X ist springen. Ah, okay. Mülleimer. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, da hochzukommen. Irgendwie habe ich es geschafft. Aha, okay. Wandsprung können wir machen oder so. Ach so, ja, Wandsprung. Wandsprung ist hier möglich. Hier wird es uns erst erklärt. Alles klar. Wandsprung. Wir müssen Müll einsammeln. Deshalb steht da Trash drin, Modi, im Titel. Wir sind hier der Mülleinsammler. Der Müllmann. Deshalb steht Trash im Titel. Trashman. Unsere Aufgabe ist, den Müll einzusammeln von der Stadt. Wir bringen den Müll weg. Sehr schön. Der Müllpinguin. Sehr schön. Deswegen spielt den Müllpinguin. Doch wir sollten unser
Ich sollte das das Ding jetzt mal bei Gelegenheit mal ändern. Ich habe, glaube ich, immer noch das Pferdespiel drin stehen. Es ist Trash im Mittel, das. Achso, das hast du schon geschrieben, Modi. Das Team-Info muss man bearbeiten. Ich muss mal die Kategorie ändern. Wir spielen gar nicht mehr raus, Winding Tales. Vielleicht Demos und Trash oder so. Demos. Games und Demos. Das können wir mal reinpacken hier. So, weiter geht's. Errungenschaft freigeschaltet. Collect 10 Trashes. Okay, wir haben 10 Eimer gesammelt und sind wieder zurück. Wir sind irgendwie runtergefallen. Das ist ein Misserfolg. Okay, aber wir kommen doch hier bestimmt wieder hoch. Kommen wir da irgendwie hoch? Okay, da komme ich erstmal nicht hoch. Ich komme mal hier rüber hoch. Verdammt. So scheiße finde ich das Spiel gar nicht. Bis jetzt eigentlich gar nicht. Schönes Jump and Run hier. Mit dem Müll. Mit dem Müllmann-Pinguin. Irgendwer muss den Müll ja wegbringen. Wenn es die Menschen nicht machen wollen, müssen es halt die Pinguine tun. Achso, die grünen Punkte sind die Mülleimer, die wir noch einzusammeln haben. Links auf der Map. Interessant, das sind noch einige. Da wissen wir so ungefähr, wo wir langlaufen müssen. Um die Mülleimer zu finden. Gibt es hier eine Chance, irgendwie hochzukommen? Ja, gibt's. Sehr schön. Müll einsammeln. Auch entspannend. Verdammt! Bin ich runtergefallen. Hier gibt es auch noch Müll zu bekommen. So, sehr schön. Wir sammeln hier schön die Mülleimer ein. Jetzt auch um den Müll der Stadt. So muss das. Ich bin ein braver Müllpinguin. Bin aber schon noch zu hören, oder? Das Mikro habe ich nicht aus Versehen deaktiviert. Und die sagt schon lange nichts mehr. Das Stream nicht aus Versehen abgebrochen. Das Stream läuft noch, oder? Und da spiele ich hier gegen die Wand. Nur für mich. So Spaß. Jetzt können wir da irgendwie hoch. Sehr schön. Jetzt sind wir schon bei den oberen Mülltonnen. Die Wände müssen wir nehmen, um hoch zu krabbeln. Dem
Mülltonnen sind schon entsorgt, die sind schon leer. Oben gibt es noch einige. Der jetzt noch Müll kann. Na komm, hier hoch. Okay, wie kommt man die dort ran? Erstmal hier lang. Verdammt. Halt erstmal du. Sehr schön. Dich kriegen wir auch noch. Zack. Hier die grünen Tonnen noch rausgebracht. Entsorgt. Fetten Respekt an diesen. Fetten Respekt an diesen Pinguin. Der bringt den Müll der ganzen Stadt weg. Echt ein anständiger Pinguin. Kann man nicht anders sagen. Oha. Dafür fällt er sogar noch schon mal von dem einen oder anderen hohen Turm runter. Anständiger Pinguin. Und seine Käppi ist auch ein ganz guter. Da müssen wir irgendwie hoch. Sind nicht mehr viele Müllkannen. Na immer. Trashcans. Okay, einen noch. Ich glaube, das ist die letzte. Das müsste die letzte sein. Dann haben wir alle Müllkannen im ersten Gebiet rausgebracht. Find Exit. Okay, Find Exit. Wo ist der Exit? Hier ist der Exit. Hier war noch der Anfang. Hier sind wir noch hergekommen. Hier ist der Exit. Sehr schön. Nice Job. Pastel Castle. Yikes, don't get discouraged. Hustle a little more and you can reach Silver Rank. You can now play Stage 4. Ah, okay. Stage 1 haben wir geschafft. Jetzt können wir sogar Stage 4 spielen. Stage 2 machen wir noch. Ist aber auch mal gut. Errungenschaft Freistand 50. Ja, 50 mal Müll gesammelt. Oha, okay, hier haben wir Stacheln. Sollten wir vielleicht nicht drauf. Oha. 3 Trampolin-Kürbisse. Sehr schön. Stacheln sollten wir nach Möglichkeit nicht berühren. Sonst sterben wir hier noch. Wie kann man dem nur wieder vorbei? So. Aha. Da kommen wir doch nie wieder hoch, wenn wir da runter sind.
10 Tode. Wie sollen wir hier nur wieder kaum rauskommen? Ach du Kacke. Es nimmt hier Schwierigkeitsstufen an. Okay. Das ist der letzte Checkpoint. Alles klar. Weil der letzte Mülltonne ist. Verstehe. Ist auch so eine Art Halloween-Level hier. Noch ein paar Mal Sterne für die Errungenschaften. Fünfundzwanzig Tode, sehr schön. Ich kriege mir die 50 hier noch hin. Das war klar. Okay. Verdammt. Letzter Checkpoint ist mal mein letzten Mülleimer. Sehr schön. Verdammt. Sehr schön. Es ist hier schon mit etwas schwierigeren Aufgaben verbunden, das zweite Level. Da müssen wir noch irgendwie hoch. Am besten so. Sehr schön, da haben wir hier links gleich eine weggeräumt. Nach rechts oben müssen wir jetzt noch. Oh nein, nicht hier schon wieder. Wir kriegen die 100 Tode noch voll. Jetzt merke ich gerade erst die Rip-Dinger im Hintergrund, die Grabsteine. Okay. Noch ein paar Mülltonnen. Sehr schön. Ach du Schande. Ob wir hier alles schaffen, ist dann ohne andere Frage. Und die Kürbisse helfen uns ja regelmäßig. Manchmal müssen wir auch über die Kürbisse drüber kommen. Ist dann die bessere Idee. Ohne Kürbisse zurechtzukommen. Jetzt aber auch, glaube ich, der Kürbis das bessere Mittel. Sehr schön. Bald haben wir es. Nicht mehr viel Müll kann. Musst du liefern. Auch in gefährliche Gebiete gehen wir rein. fünfzig Tode. Ein echter Held, dieser Müllpinguin. Er geht auch nie gefährlichen Gebiete rein. Damit der Müll wegkommt. Sie müssen nur über hier. Ja, ich weiß schon. Schwerer als es aussieht. Über die Kürbisse drüber zu kommen.
Das ist Batman. Das ist wieder Maus Logo. Das muss hier nur richtig springen. Ach du Schreck. Solche Neo-Retro-Games sind halt schon was Tolles. Ja, da sagst du was. So, den Müll machen wir hier weg. Da oben ist der nächste. Ach du Schreck. Kümmere mich erstmal um die hier unten. Können wir hier immer noch hoch mit dem Kürbis. Unten rechts haben wir noch was. Na toll. Eine laute Kürbisse. Wie soll man da noch vorbeikommen? Dann halt hier erstmal oben. Hier sind noch ein paar grüne und noch ausgeleerte Trashcans. Okay, wir müssen über die leeren Köpfe. Hier hoch. Verdammt. Ich verstehe. Aber wie kommen wir hier lang? Da müssen wir erstmal nach oben. Und dann von oben runterspringen. Checkpoint. So machen wir das. Und oben stehen bleiben und weiter. Und juha! Das wird ein Parcours. An die zwei Mülltonnen da dran zu kommen. Sehr schön. Kostet übrigens 2,50. Danke dafür, Modi. Oh, 75 Tode. Also ist bezahlbar, das Game. Findest du auch einen guten Preis, oder? Modi, was meinst du? Für 52 kann man echt nicht meckern, oder? Das Game. Ich meine, ich bin jetzt in Level 2, da gibt es mehr als 2 Level. Wir haben schon in Level 4 freigeschaltet. Gibt es bestimmt auch noch weitaus mehr. Ich meine. Für 2,50. Kein schlechter Preis dafür, oder? Ist nicht übel. Oder was meinst du? Okay, jetzt müssen wir hier wieder zurück. Und da drüben die letzten 4 Kannen finden. Auf nach oben. Ah, da sind sie ja schon. Ach du Schreck. Es muss da hoch. Das kriegen wir doch noch hin. Ich komme auch so. Nee. Und wir müssen von der linken Seite kommen. Und wir schaffen den Sprung hier.
Vielleicht können wir da oben drüber. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, sieht doch gut aus. Da können wir bestimmt drüber. Müssen wir nur den Sprung hier wieder hinschaffen. Na komm, das haben wir schon mal geschafft. Verdammt. Verdammt. Okay. Ach du Schreck. Was soll das denn was werden? Okay, da kommen wir von der Seite nicht ran. Müssen wir einen anderen Weg finden. Von unten. Das hat dann schon ein bisschen Rätselcharakter hier. Okay, hier kommen wir nicht lang. Müssen wir tatsächlich von dort. Uff. Okay, von links kommen wir. Okay, wir müssen da von oben irgendwie ranspringen. Dann kommen wir an die grüne Tonne. Und du musst das doch möglich sein, hier hochzukommen. Also ungefähr, aber. Wir haben da nichts zum Hochspringen. Ah, ja, sehr gut. Bloß wie habe ich das geschafft? Diesen hohen Sprung. Irgendwie gibt es ja einen hohen Sprung, wie wir hier uns drehen können. Wie wir höher springen können. Kommen wir zumindest an die eine hier ran. Ich glaube, der Sprung ist hier von uns gefordert. Irgendwas mit den Pfeiltasten macht hier. Nee. Hm. Und die hat mich jetzt gerade selbst getötet. Okay. Vielleicht erstmal an die da oben rankommen. Da muss noch einen weiteren Sprung geben, wie wir da hochkommen können. Na komm. Bisschen mal hoch. Vielleicht kommen wir hier wirklich oben weiter. 100 Zode. Okay, ich sammle Augenschaften. Okay. Tode sammeln. Ein gefährlicher Arbeitsplatz hier. Das kann man wohl so sagen.
du hier lang? Na toll. Müssen wir so schräg fallen, dass wir da... Was haben wir hier gespeichert? Na komm. Ein paar Tonnen kriegen wir heute noch hin. Das war zu weit. So, check the points. Ach komm! Und jetzt zieht gleich in die nächste Tonne reingefallen. Wenn wir jetzt sterben, dann sind wir direkt hier wieder. Die Tonnen sind halt Checkpoints ziemlich schlecht stationiert. Na komm, kleiner Vogel. Check the point. Das riecht doch halbwegs schon hin. Hier müssen wir noch richtig runterfallen. Wieder hochkommen ist dann mir auch noch eine Ritze. Verdammt! Jetzt habe ich mehrere Checkpoints. Och, ich habe keinen Bock mehr. Die 4 Mülltonnen bleiben voll. So, ja, schön. Ach, das sind noch Schwierigkeiten. Das ist ja hier. Da wird es schwierig in Stage 4. Ja, sehr schön. Haben wir noch Quests, die wir uns anschauen können? Easy Mode. Ja, na dann. Das war ja schon ganz toll. Ja, kann man mal spielen. Interessantes Spiel, was du mir da geschenkt hast, Modi.